Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich euch eine ganz andere Uhr von Lilienthal Berlin zeigen. Bisher habe ich euch relativ günstige modische Quarzuhren gezeigt. Lilienthal Berlin hat aber mit der Zeitgeist auch eine Automatikuhr im Programm, die in unterschiedlichen Varianten angeboten wird. Es gibt sie mit dem hellen Ziffernblatt oder mit dem silberfarbenen Ziffernblatt. Es gibt sie als tiefblaue Variante. Es gibt sie als All Black oder schwarze Variante, die ich euch heute zeige. Und es gibt sie mit dem Meteoritengestein. Es gibt unterschiedliche Leder- und Korkbandvarianten und es gibt zwei verschiedene Stahlbänder. Die Preise bewegen sich von 699 Euro in der günstigsten Variante bis hin zu 1199 Euro in der limitierten Variante mit dem Meteoritengestein auf dem Ziffernblatt. Ich finde die Uhr interessant. Sie passt sehr gut in den Ansatz von Lilienthal Berlin, modische und Fashion-Uhren zu machen, allerdings hier in einer deutlich höherwertigen Variante. Und darauf möchte ich gerne in dem Video im Detail eingehen. Die Lilienthal Berlin Zeitgeist All Black oder auch ganz schwarz hat ein schwarzes Ziffernblatt sowie ein schwarz beschichtetes Gehäuse. Wobei ich sagen muss, dass die Beschichtung hier nicht tief schwarz ist, sondern eher ein ganz, ganz dunkles Anthrazitgrau. Ich habe also Gehäuse gesehen, die schwarz beschichtet sind, die in Anführungsstrichen schwärzer waren. Nichtsdestotrotz finde ich die hier vorgelegte Variante wirklich sehr stimmig. Die Zeiger sind weiß und mit Leuchtmasse versehen und bei der silbernen Variante und der schwarzen ist der Sekundenzeiger hellblau. Der Durchmesser beträgt 42,5 mm, die Anstoßbreite beträgt 20 mm und die Bauhöhe der Uhr beträgt 10 mm, was ich sehr angenehm finde. Wie alle Bänder von Lilienthal Berlin ist auch hier ein Schnellwechselsystem verbaut und die Uhr wird angetrieben von einem Sellita SW 200. Die Wasserdichtigkeit beträgt 5 bar, was für einen Dresser, eine Modeuhr wohl okay ist. Ich persönlich hätte da doch deutlich, wie ihr wisst, immer gerne mehr. Die Schnellwechselstege, naja, ich habe immer gedacht, das ist nicht nötig, das braucht man nicht. Ich muss aber sagen, es ist sehr angenehm, man kann das Band wirklich ganz, ganz schnell mit einer einzigen Handbewegung abnehmen und setzt es mit genau dieser gleichen schnellen Handbewegung wieder ein, ohne Werkzeug. Und damit kann man dann sehr schön schnell mit unterschiedlichen Bändern spielen. Ich finde das wirklich angenehm. Verbaut bei der Uhr ist, anders als bei den Quarzwerken, kein Saphir gehärtetes Mineralglas, sondern wirklich ein echtes Saphirglas. Das wertet die Uhr ebenso auf wie das Automatikwerk aus der Schweiz von Sellita, sodass ich den Preis von 699 Euro durchaus für angemessen halte in der günstigsten Variante. Die Krone ist, wie bei allen Uhren, die ich von Lilienthal gesehen habe, im gedrückten Zustand im Gehäuse versenkt. Und jetzt schauen wir doch einmal, wie die Uhr bei mir am Arm sitzt. Ihr könnt sehen, es ist also wirklich eine sehr auffällige Uhr, allein durch die dunkle Farbgestaltung und trotzdem aufgrund der weißen Leuchtmasse der Zeiger auch auf einen schnellen Blick gut ablesbar. Mit 42,5 mm an der oberen Grenze für meinen Arm, aber dadurch, dass sie schön flach ist, trägt sie sich
wirklich angenehm. Die Zeiger, insbesondere der Minuten- und Stundenzeiger, genau genommen nur der Minuten- und Stundenzeiger, sind mit Leuchtmasse versehen. Leider gibt es keine Markierung auf dem Ziffernblatt, was ich relativ schade finde. Dadurch lässt sich die Uhr nur bedingt gut nachts ablesen. Aber das werde ich euch im Nightshot im Detail zeigen. Wie bei allen Lilienthal Berlin-Uhren ist mir auch hier aufgefallen, dass die Hörner sehr dünn und schmal sind. Das unterstreicht den etwas feinen und modischen Charakter der Uhr. Die Datumsposition ist relativ weit innen, so wie auch bei den Quarzuhren. Aber ich finde, es passt in das Gesamtkonzept, denn die Uhren, die kein Datum haben, haben an der Position eine andere arabische Ziffer, sodass alle Uhren genau dem gleichen Designansatz folgen. Und insofern finde ich das konsequent und im Gesamtkonzept von Lilienthal nicht störend. Der Boden bzw. die Seitenflanke ist leicht abgeschrägt, wodurch die Auflagefläche auf der Rückseite deutlich kleiner ist als der Gesamtdurchmesser von 42,5 mm, wodurch die Uhr auch an schmalen Handgelenken angenehm auf dem Arm liegt. Die Aufsicht, die Gesamtansicht ändert sich dadurch natürlich nicht. Es bleibt mit 42,5 mm eine relativ große Uhr. Durch die nicht sichtbare Krone reduziert sich aber dieser Durchmesser in der Optik ein kleines bisschen. Hier könnt ihr doch einmal die sehr dünnen und schmalen Hörner sehen, sowie die Pinne des Bandes für das Schnellwechselsystem. Ich habe an der Uhr wirklich nichts gesehen, was nicht sauber verarbeitet war. Das Glas ist plan eingesetzt, ist auch gerade eingesetzt, also keine Kante, die irgendwo etwas mehr heraussteht oder nicht. Das Einzige, was ich bemängeln könnte, und das ist einfach so, die Krone ist ein bisschen fummelig. Ich habe es jetzt gerade gezogen, also ihr könnt sehen, sie steht wirklich kaum heraus. Mit Handschuhen ist es fast nicht machbar. Wobei man fairerweise sagen muss, diese Uhr ist auch nicht dafür gemacht, mit Handschuhen bedient zu werden. Aber es ist wirklich ein bisschen fummelig und bei einer Automatikuhr, da wird die Krone wahrscheinlich doch etwas häufiger benutzt werden als bei einer Quarzuhr, schlicht und ergreifend, weil die Ganggenauigkeit nicht so groß ist wie bei einer Quarzuhr. Hier könnte es sein, dass man Uhrzeit oder Datum doch etwas öfter stellen muss. Das muss man einfach wissen, wenn man sich auf diese Uhr einlässt. Hier wird ein Teil der Funktion der Optik geopfert. Also jetzt ist die Krone gezogen und ich nehme mal einen Stift und zeige euch, wenn sie gedrückt wird, dann verschwindet sie wirklich nahezu komplett im Gehäuse. Von der Optik her eine tolle Sache, aber von der Bedienung her muss man da gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Auch von der Seite mit spiegelndem Licht finde ich die Uhr ausreichend gut ablesbar. Mir gefällt das zweistufige Ziffernblatt mit dem abgesetzten inneren Kreis und auch das zum Glas hin und zum Boden hin abgeschrägte Gehäuse, was die Uhr insgesamt noch flacher erscheinen lässt, als sie mit 10 mm gesamter Bauhöhe ohnehin nur ist. Hier könnt ihr noch einmal die sehr dünnen und spitz zulaufenden Hörner sehen. Na, kriege ich das auf meinem weißen Handschuh vielleicht mit etwas mehr Kontrast hin? Ja, hier könnt ihr es also sehen. Teilweise hat mich das ein klein wenig an den Bauhausstil von der Stova Antea erinnert, wobei da die Hörner gerade sind, ich weiß.
ich will jetzt nicht sagen, es ist feminin, aber es ist doch auffallend. Funktional gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Es ist einfach ein Designelement der Uhr, was ich ungewöhnlich finde und so nicht an sehr vielen Uhren gesehen habe. Ich hatte euch ja noch versprochen, ich zeige euch die Uhr bei Nacht und das möchte ich jetzt gerne tun. Oben seht ihr eine andere Uhr, nicht irritieren lassen. In der Mitte die Uhr, die sich jetzt bewegt, ist die Zeitgeist. Ihr könnt sehen, Stundenzeiger und Minutenzeiger sind beleuchtet. Leider keine weiteren Markierungen. Finde ich schade, denn so weiß man nicht hundertprozentig, wo oben und unten ist, insbesondere wenn man die Uhr bei Nacht einmal schnell zur Hand nimmt. Ja, wie gesagt, Lilienthal Berlin hat nicht nur günstige, modische Quarzuhren, sondern auch höherwertige Uhren mit Saphirglas, Automatikwerk Sellita SW200 mit optionalem Stahlband in vier unterschiedlichen Varianten, Preisbereich 700 bis 1200 Euro. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr diese Uhr interessanter findet als die Quarzuhren oder ob der gesamte Ansatz, modische Uhren zu machen, überhaupt nichts für euch ist und damit Lilienthal aus eurem Raster komplett rausfällt. Freut euch auf die nächsten Videos. Die nächste Uhr wird mit Sicherheit mindestens genauso interessant. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Axel.